It's Review Time. Hallo, hier ist Fred von Fett Spielen beim neuen Online-Spieletest. Das Game heißt Villainous, was so viel heißt wie schurkisch. Und das beschreibt das Spiel ganz gut, denn ihr spielt ein Tower Defense Game nicht aus der Sicht der Guten, die die Monsterhorden versuchen mit ihren Türmen abzuhalten, sondern wir sind die Monsterhorden selbst. Ihr seht, wir haben hier schon einen Teil der Karte erobert. Ich gehe gleich mal in den vierten Level, an dem ich hängen geblieben bin. Und wir schauen, wie wir diesmal die Schatzkammern des Königreiches plündern können. Wir haben hier verschiedene Einheiten. Ihr seht, ein Golem, eine Schildkröte und ein Goblin Raider. Diese Einheiten haben alle spezielle Fähigkeiten. Turtle zum Beispiel ist ziemlich gut, um zu tanken, deswegen schicke ich ihn gleich nach vorne. Wir haben hier einen Golem mit einem Shield. Und Goblin Raider ist die einzige Einheit im Spiel, die wirklich die Schatzkammern plündern kann. Die schicke ich ganz nach hinten. Kann nämlich nicht so viel Schaden ab, aber dafür kann sie gut plündern. Okay, es geht los. Ich schicke meine Einheiten los, kann sich hier ein bisschen abspeeden und muss jetzt aufpassen, dass sie nicht alle von den Towern zermalmt werden. Ich kann auch einen Tower mit einem Stun-Spell aus dem Spiel nehmen. Ihr seht, dieser Tower greift jetzt nicht mehr an. Ich habe mir natürlich hier gleich auch den stärksten Tower genommen, damit ich wenigstens meine Goblin Raider ans Ziel kriege. Ihr seht, die Schatzkammern wurden geplündert. Auch wenn hier so kleine witzige Coins auf dem Boden landen, die immer aufsammeln, da gibt es nochmal extra Gold und extra Mana. Mana brauchen wir, wie gesagt, für die Spells und Gold für unsere Schatzkammern. Ihr seht, ich bin nicht weit gekommen. Das heißt, hier muss ich noch einiges tun und das tue ich am besten im Upgrade-Menü. Upgrade-Menü ist in Form dieses schönen Schlosses dargestellt. Ihr seht, hier gibt es eine Menge Upgrade-Möglichkeiten. Man kann neue Einheiten in sein Repertoire aufnehmen. Man kann die Einheiten selber upgraden, man kann spezielle Fähigkeiten machen. Und alles, was passiert, wird hier in dieser schönen Animation dargestellt. Und unser Schloss der Zusatzfunktionen wächst und wächst. Ich werde auf jeden Fall einen Healing Priest mit in meine Bande aufnehmen, der dann die Einheiten heilt, die ich mit auf die Hatz schicke. Was es noch gibt, ist der Thronsaal. Der ist ziemlich leer. Ich bin ziemlich schlecht und habe bisher noch keine Achievements gesammelt, aber ihr seht, es gibt auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, hier den Langzeitspielspaß nochmal zu pumpen, indem ihr den Thronsaal füllt. So, ein kleiner Missklick, es geht weiter. Wieder mit dem alten Profil und der alten Karte. Ich versuche den Level jetzt einfach nochmal. Ich habe jetzt ein paar Upgrades gemacht und schicke diesmal 4 Einheiten los. Hier sehen wir, der Healing Priest ist mit in meiner Bande dabei. Okay, die Turtle kommt wieder nach vorne. Die tankt, hält den Schaden ab. Shield Golem, der hat nochmal eine Spezialfähigkeit. Jetzt der Healing Priest, der meine Einheiten heilen soll. Und der Goblin Raider zum Schluss, damit ich wirklich auch was absacke hier. Geht los. Man sieht, die Bande hält diesmal ein bisschen mehr aus. Ich werde trotzdem den Stunspell auf diesen mächtigen Tower in der Mitte casten, damit meine Turtle wenigstens die erste Runde überlebt, die da schon eine Menge Schaden abgekommen hat da vorne. Es geht weiter, ich komme an diesem Tower vorbei und meine gesamte Party hat den Raid überlebt und wir sacken immerhin 37 Gold ab. Next Wave. Die Towers werden immer, immer stärker mit der Zeit. Ich werde jetzt noch einmal mit meinem Mana, was ich gesammelt habe, den starken Tower in der Mitte stunnen, damit ich vielleicht auch die zweite Runde überlebe. Hier ein bisschen extra Gold einsammeln. Jetzt nochmal den stunnen und ich habe nur noch einen Goblin Raider, der hier durch die Tower läuft und es tatsächlich schafft, die zweite Runde mit immerhin noch ein bisschen HP irgendwie zu überleben. So, die nächste Wave wird wahrscheinlich etwas schwierig werden, denn ich habe leider niemanden mehr, der die Tower überleben kann. Okay, das heißt für mich, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen, immer ein bisschen upgraden im Castle, immer wieder neue Sachen ausprobieren, immer eine neue Gruppenzusammensetzung und ihr seht, das Spiel macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und ich empfehle es euch auf jeden Fall zu spielen. Das ist unsere Wertung. Ihr seht, das ist ein richtiges Top-Spiel. Den kompletten Spieletest könnt ihr bei uns auf dem Blog finden und das Spiel natürlich bei Fett Spielen.